Der 8. Mai 1945 war ein ganz entscheidendes Datum, ein entscheidendes Datum eigentlich für die ganze Welt, aber insbesondere für Europa und auch für Österreich. Das war der Tag, an dem Hitler seinen Krieg verloren hatte. Der Tag, an dem die deutsche Wehrmacht kapitulierte, der Tag, an dem der Krieg aufhörte zu sein in Europa. In Asien ging er noch weiter. Und wo die Menschen in Europa das Gefühl hatten, es ist eine Zeitenwende. Es ist ein völlig neuer Abschnitt in der Geschichte der Menschheit. Und das war es ja auch. Es war das Ende der Hitler-Diktatur in Europa. Diese Hitler-Diktatur hatte ja fast ganz Europa im Laufe des Krieges ja kujoniert und unterdrückt und hat das Ende genommen. Die Konzentrationslager auf dem Boden des Deutschen Reichs und auch außerhalb wurden befreit, waren um diesen Zeitpunkt schon befreit. Die Insassen, die das überlebt hatten, waren auch frei. Sie haben also mitfeiern können. Und es war ein ungeheuer eindrucksvolles und wichtiges Datum. Allerdings in Österreich war es ein bisschen ein Wendepunkt nur, denn für Österreich waren die entscheidenden Daten schon vorher gefallen. Nicht erst am 8. Mai, sondern schon im April. Alles, was für Österreich und für Österreichs unmittelbare Zukunft von Bedeutung war, hat sich damals schon abgespielt. Das war vor allem die Eroberung Wiens durch die sowjetische Armee. Die Sowjets waren Anfang April bereits an den Vororten von Wien herangerückt, haben dann Wien in einen harten Straßenkampf genommen, der fast ganz Wien umfasst hat, aber sich dann entlang des Donaukanals ganz besonders hart erwiesen hat. Also Wien war sozusagen von der Sowjetarmee schon befreit, schon ab ungefähr 10., 12. April. Und außerdem hatte zu dem Zeitpunkt, da die Sowjetarmee auch Niederösterreich schon zu besetzen begonnen hat und auch Glocknitz erreicht hat, die kleine niederösterreichische Ortschaft Glocknitz, da kam es zu einem zweiten Wendepunkt für Österreich. Dort nämlich hatte der frühere Staatskanzler der Ersten Republik, Karl Renner, er war der Mitbegründer der Ersten Republik, sein Domizil aufgeschlagen gehabt während des Krieges, hat sich dort zurückgezogen gehabt. Und dann waren die Sowjetruppen plötzlich in Glocknitz. Und der Renner hatte sofort eine Idee. Er sagt, jetzt muss Österreich wieder erstehen, es muss wieder auferstehen, muss noch einmal dasselbe geschehen wie zum Zeitpunkt, wo ich die Erste Republik mitbegründet habe. Ich werde die Zweite Republik auch gründen. Er ging zum Sowjetkommandanten und bot an, ich bin der erste Kanzler dieser Republik gewesen, ich möchte auch der erste Kanzler der neuen Republik sein und lasse es nicht was machen. Und der war natürlich ein unterstellter Offizier, der konnte das nicht entscheiden, hat den Kanzler weitergeleitet und hat ihn nach Hochwolfersdorf geschickt mit einem Lastwagen. Der Renner musste auf ein sowjetisches Lastauto draufsteigen und wurde dann nach Hochwolkersdorf geführt. Dort war der Feldstab der Sowjetarmee, der Stab, der diese Teil der Front nach Österreich geführt hat, wo auch Marschälle waren, also bedeutende sowjetische Heerführer. Dort hat der Renner dasselbe noch einmal vorgetragen, hat gebeten, er möchte doch den obersten Führer der Sowjetunion, Josef Stalin, davon verständigen, dass er da ist und dass er Österreich wieder gründen will. Er hat sich auch dann bald flugs hingesetzt und hat einen Brief an den Stalin geschrieben, hochverehrter Herr Genosse, und hat ihm gesagt, erinnern Sie sich noch, wir waren einmal in Wien, ich war der erste Kanzler und ich habe so viele Leute aus Sowjetrussland kennengelernt, hat ein paar Feinde Stalins sogar genannt, Trotzki hat er genannt und Lenin hat er gekannt, aber jedenfalls schrieb er diesen Brief an den Stalin. Und interessanterweise alles das, sowohl die Vorstellung Renners im Hauptquartier von Hochwolkersdorf, als auch der Brief des Renners, erreichten Stalin unvermittelt.
Die Sowjets haben eine starke Funkverbindung gehabt mit ihrem Hauptquartier, mit der Stawka. Stawka ist das zentrale Hauptquartier in der Sowjetunion. Und dort befand sich Stalin. Stalin war also sofort in Kenntnis gesetzt, da ist ein Mann namens Renner, der will was tun. Und der Stalin hat geantwortet. Stalin hat sehr umgehend geantwortet, gesagt, begegnen Sie diesem Mann Karl Renner mit großem Vertrauen und behandeln Sie ihn gut, denn wir werden ihn noch gebrauchen. Er hat noch nicht ihn betreut mit der Regierung, wohl aber hat er seine Leute vorbereitet, das ist ein wertvoller Mann, behandelt ihn gut. Und die haben daraufhin den Renner nach Haus gebracht, nach Glocknitz, haben aber gefunden, das heißt eine so sehr kleine Wohnung in Glocknitz, und da kann ja ein so bedeutender Mann nicht bleiben, und haben ihm ein Quartier zugewiesen in einem Schloss, in einem niederösterreichischen Schloss, Eichbichl hieß das, und sagt, er soll dort warten auf Nachricht. Und ungeduldig hat sich der Renner dorthin zurückgezogen, hat aber Kontakt aufgenommen mit seiner früheren Sekretärin, und der Bürgermeister hat ihn eine Schreibmaschine gebracht, und daraufhin hat der Renner schon angefangen, seiner Sekretärin Aufrufe an das österreichische Volk zu verfassen. Also, Österreicher, ihr seid frei, wir werden eine neue Republik gründen, es wird eine freie, demokratische Republik sein. Und er hat also versucht, sich mit der österreichischen Bevölkerung in Verbindung zu setzen. Hat ein paar Tage gedauert, bis dann die endgültige Weisung von Stalin kam, betraut Renner mit der Regierungsbildung. Und das hat dann der Marschall Tolbuchin, der war der Oberbefehlshaber der sowjetischen Truppen, die in Österreich einmarschiert waren. Und der hatte in Döbling in Wien Quartier genommen. Da wurde der Renner gesucht, gefunden und am Eichbichl und von Eichbichl nach Wien-Döbling geführt. Und in Döbling begegnet er, geführt vom Marschall Tolbuchin, den übrigen Sowjetführern, und die hatten also die Weisung, ihn mit der Bildung einer österreichischen Regierung zu betrauen. Von da an betrachtete sich der Karl Renner als neuer Kanzler des neuen Österreichs. Und er hat auch gewusst, wie man das tun soll, sonst jetzt in dieser Situation gibt es ja eine Regierung der Einigkeit. Es war auch ganz im Konzept der Sowjets, dass er natürlich nicht allein und nicht allein mit seiner Partei, mit der SPÖ, mit der Sozialistischen Partei regieren soll, sondern dass er alle demokratischen Kräfte in der Regierung vereinigen möchte. Das war auch das Muster, nachdem Stalin die provisorischen Regierungen am Balkan, die das von der Sowjetarmee besetzt waren, eingerichtet hatte. In Bulgarien, in Rumänien, in Ungarn war das genau dasselbe Schema. Leute gefunden, die an die Spitze getreten sind, und die hatten dann die vorhandenen politischen Kräfte in ihren Regierungen gesammelt. In Österreich war das klar, das bestand hauptsächlich aus den Sozialdemokraten. Und was waren in der Ersten Republik die führende Partei? Die Christlich-Sozialen. Also die Christlich-Sozialen hatten sich entweder neu zu gründen oder eine neue Partei zu machen. Das haben die auch begriffen. Und von den Christlich-Sozialen haben sich vor allem zwei Männer besonders bemüht um diese Neugründung der Christlich-Sozialen Partei. Das war der Leopold Figl, ein Bauernführer aus Niederösterreich, aus dem Dulnerfeld, und sein Freund Julius Raab, ein Baumeister, aber auch ein gediegener Konservativer. Und die beiden haben sich um die Wiedererrichtung der Volkspartei gekümmert. Und zwar haben sie im Schottenstift, im Wiener Schottenstift, haben sie ihre Leute zusammengeholt, haben Aufrufe erlassen, die Christlich-Sozialen sollen sich dort melden, und da haben sich einige gemeldet. Der Weinberger und der Hurdes und verschiedene Leute, damaligen Zeit, die gekommen sind, und die haben in dem Schottenstift die Österreichische Volkspartei gegründet und gesagt, das ist die neue christlich-demokratische Partei.
Und wir wollen mit der Alten nichts zu tun haben. Klarerweise wollten sie mit der Alten nichts zu tun haben. Denn die Alten Christlich-Sozialen, das war die Partei auch des Engelbert Dollfuss, des zwar letzten österreichischen Kanzlers der Ersten Republik, aber wohl auch des Diktators. Er war Dollfuss hat sich diktatorische Vollmachten geholt, hat die Sozialdemokratische Partei verboten und eingesperrt sogar. Also mit der wollten sie natürlich nichts mehr zu tun haben, wollten sagen, wir sind eine neue Partei, wir bekleckern uns nicht mit der Dollfuss-Diktatur der Ersten Republik. Und so haben sie sich den Renner gestellt als neue Volkspartei mit Fiegl und Raab an der Spitze. Und dann waren da natürlich die Kommunisten. Die Kommunisten kamen von zwei Seiten, beide aus dem Ausland. Die ersten Kommunisten kamen aus Moskau, wo sie schon seit 1934 schon waren und jedenfalls den Krieg mitgemacht hatten und von den Sowjets geschult waren dort. Und andere, die von Moskau nach Jugoslawien gegangen waren, um dort sich den Tito-Partisanen anzuschließen und auf Seite Titos im Partisanenkampf Jugoslawien mitzutun. Die kamen von Jugoslawien herauf und die meldeten sich auch in Wien bei Renner und da waren also auch bereit mitzutun. Und Renner nahm die Führer dieser drei Parteien, also den Sozialdemokraten, die Sozialdemokraten hatten nur einen zu diesem Zeitpunkt, das war der Adolf Scherf, der spätere Vizekanzler und langjährige Führer der SPÖ. Und der hat sich gemeldet und war bereit für die Sozialdemokraten in diese Regierung zu gehen. Und bei den Christlich-Sozialen war es so Fiegl und Raab. Und bei den Kommunisten war es von Moskau kommend der Ernst Fischer, ein intellektueller, gescheiter Mensch. Und der Honner, ein prominenter Kommunist, der bei den Tito-Partisanen mitgekämpft hat. Der Honner kam sogar noch mit seiner Partisanenuniform und mit dem Partisanenkäppchen auf, mit dem Siegel und Hammer am Kopf. Er hat sich auch gestellt als neuer kommunistischer Demokrat, um mitzumachen bei der Renner-Regierung. Renner hat diese Leute gesammelt, hat sie dann am 29. April ins Wiener Rathaus gebracht. Im Wiener Rathaus haben sie diese Regierung geformt. Der Renner hat die Regierung eingeteilt, hat in den Ressorts gemacht. Die Kommunisten wussten schon, die sind schwach. Renner hat ihnen nur zwei Ressorts gegeben, allerdings beide ganz schön wichtige Ressorts. Der Ernst Fischer, der intellektuelle Ernst Fischer, bekam das Ressort für Unterricht, Volksaufklärung und Propaganda. Also er hatte den Zugriff auf die Medien, den Zugriff auf die Presse und war also der Vertreter der Medienwelt auch in dieser Regierung. Und der Honner wurde vom Renner zum neuen Innenminister bestellt. Keiner dieser Leute hieß Minister. Der Renner selber hat sich nur als Staatssekretär empfunden. Und alle diese Leute um ihn herum waren nur Staatssekretäre. Der Renner wollte absichtlich nicht eine Regierung bilden mit Ministern, weil er hat diese Regierung für nur provisorisch angesehen, was natürlich auch nur war. Sollte nur vorübergehend im Amt sein, mit einer einzigen großen Aufgabe. Diese Regierung sollte in ganz Österreich, nicht nur in der Sowjetzone, sondern in ganz Österreich, freie Wahlen abhalten. Und bei den freien Wahlen können dann alle Parteien kandidieren. Und je nach dem Wahlergebnis werde eine neue Regierung dann gebildet werden. Und die wird dann widerspiegeln die Wahl des Volkes. Also wie immer die Österreicher wählen werden, so wird die nächste Regierung ausschauen. Aber seine Regierung ist nur ein Provisorium. Und daher bestellt er keine Minister, sondern Staatssekretäre und Unterstaatssekretäre. Und mit diesen Staatssekretären
trat er dann vom Rathaus den Weg ins Parlament an, weil im Wiener Parlamentsgebäude, das bis dahin während des Krieges Sitz der Gauleitung Wiens war, also das Zentrum der Nazi-Partei, dass dieses Parlament galt es wieder in Besitz zu nehmen. Und Renner bezeichnete es auch so: Wir begeben uns jetzt in das Parlament, um es in Besitz zu nehmen. Und marschierte dann aus dem Rathaus heraus in Richtung Parlament, und zwar begleitet von dem mittlerweile von den Sowjets eingesetzten neuen Bürgermeister von Wien. Die Sowjets hatten mich gefragt, wer wird Bürgermeister in der Stadt? Die Sowjets kannten sich ja nicht aus in Wien. Die wussten ja nicht, was zu tun ist. Also sie brauchten einen Bürgermeister, und die Kommunisten waren es, die den Sowjets vorgeschlagen haben, mach den Theodor Körner zum neuen Bürgermeister. Theodor Körner war ein bekannter Schutzbundführer, ein sozialdemokratischer, war also auch ein verlässlicher Mann, auch in den Augen der Kommunisten. Und die haben das vorgeschlagen, die Russen haben den Vorschlag gefolgt und haben Theodor Körner zum Bürgermeister von Wien ernannt. Und Renner und Körner gingen gemeinsam an der Spitze dieser neuen Regierung mit allen ihren neu ernannten Staatssekretären aus dem Rathaus heraus, über den Rathausplatz hinüber zum Parlament. Aber interessanterweise, in Wien fuhr keine Straßenbahn, weil die Straßenbahn blockiert von Haustrümmern, von bombardierten Häusern, und die Straßenbahnschienen waren blockiert. Es konnte keine Straßenbahn fahren, Autobusse gab es nicht. Wer zum Parlament kommen wollte, musste zu Fuß gehen. Und interessanterweise, und es gab auch keine Zeitungen noch, nichts, aber es hatte sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen in der Stadt, es wird eine Regierung gebildet, die Leute sollen zum Parlament kommen. Und Tausende, Zehntausende haben sich vor dem Parlament gesammelt, und vom Rathaus bis zum Parlament gingen diese zwei, der Renner und der Körner und die Minister, durch eine jubelnde Menschenmenge, die außer sich vor Jubel war und gefreut hat, hier kommt eine neue österreichische Regierung, völlig unerwartet und eigentlich noch mitten im Krieg, denn der Krieg war noch nicht aus damals, es war erst der 29. April, also noch nicht der 8. Mai. Und so gingen sie ins Parlament, der Renner hat im Parlament eine Rede gehalten, wo er gesagt hat, warum der Anschluss null und nichtig ist, warum er zu widerrufen ist und warum es ein neues, selbstständiges Österreich gibt und dass er diese Regierung für das neue Österreich jetzt bilden wird. Dann interessanterweise im Parlament Platz genommen, in den Reihen der Abgeordneten, hatten mehr sowjetische Offiziere als österreichische Politiker, weil für Politiker war ja schon Minister, mehr gab es ja nicht viele. Die saßen in der Ministerriege, in die Staatssekretäre. Als Abgeordnete sozusagen hatten sich die Vertreter der Sowjetarmee eingeführt, also vor sowjetischen Offizieren gesprochen. Und hat Österreich in Anbetracht der sowjetischen Offiziere frei und unabhängig erklärt. Dann ging er auf die Rampe des Parlaments zu den tausenden Menschen, die vor dem Parlament waren, nahm seinen Hut, warf ihn in die Luft und sagte, ich verkünde das neue Österreich, das neue demokratische Österreich und die neue österreichische Regierung. Und die Leute jubelten zu, es war ein tobender Applaus. Das also hat sich abgespielt schon am 29. April. Österreich hatte nicht auf den 8. Mai zu warten, bis für ihn die Würfel gefallen waren. In Österreich waren die Würfel schon am 29. April gefahren, aber immerhin auch am 8. Mai hat Österreich mitgefeiert, wissend, dass es zu feiern war für die Welt. Das Ende des Hitler-Regimes, ein wichtiges Ende für ganz Europa, dass dieses Regime weggeputzt war. Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht, der Krieg war aus in Europa, nicht in Asien. Japan hat dann noch weiter gekämpft, das hat noch Monate gedauert, aber Europa war aus, und es war für
Europa und für Amerika, mit Europa auch, eine Zeitenwende. Die Leute wussten, jetzt hat sich ein großes Kapitel der Geschichte geändert. An diesem 8. Mai ist die Welt neu geboren und ein neues Zeitalter ist angebrochen. Und das gilt es zu feiern. Vor allem die Leute, die Angst haben mussten, noch bis zur letzten Minute ihres Lebens, dass die Hitler-Leute sie noch fassen werden, in Konzentrationslager verbrachten werden und verfolgen werden. Die waren frei und die haben ebenfalls gejubelt, natürlich. Und das war also auch der 8. Mai für Österreich damals ein großer Feiertag. Und wir gedenken zusammen mit der westlichen Welt auch diesmal natürlich dieses bedeutenden Tages, mit dem die Weltgeschichte ein neues Kapitel bekommen hat, die Weltgeschichte ein völlig neues Gesicht, wo sich das Schicksal der Menschheit einfach gewendet hatte an diesem 8. Mai. Da ist auch heute noch, dem ist zu gedenken und der ist auch zu feiern. Und das tun wir heute auch kräftig, auch in Österreich, am 8. Mai.